Hallo, ich begrüße euch wieder ganz herzlich. Heute mache ich euch einen Spargelstrudel und einen Kaffeestrudel. Dazu braucht ihr Blätterteig, dann Sauerrahm oder Creme fraiche, Kräuter, zwei Eier, geschnittenen Käse und Schinken. Wir fangen gleich einmal mit dem Blätterteig an, den ich schon gekauft habe. Den rolle ich aus. Dann schneide ich ihn auf der einen Seite schräg ein. Auf der anderen Seite lege ich hier Schinken drauf. Ihr könnt da Toastschinken nehmen, Saunaschinken oder Farmerschinken oder geselchtes, was ihr am liebsten habt. Dann lege ich geschnittenen Käse darauf. Hier in unserem Dampf runter habe ich den Spargel schon vorgedämpft bei 900 Watt 12 Minuten. Den Spargel einfach vorher schälen. Ihr könnt grünen oder weißen Spargel nehmen, was ihr lieber habt. So, dann braucht ihr eine Schüssel. Wenn ihr Sauerrahm oder Joghurt nehmt, könnt ihr auch nehmen, dann müsst ihr salzen. Nehmt ihr Creme fraiche, braucht ihr nicht salzen, weil der von Haus aus schon würzig ist. Wenn ihr mit Kräuter nehmt, braucht ihr auch keine Kräuter mehr dazu geben. Ich habe hier nur Petersilie jetzt dazu gegeben. Einfach mit unserem Rührbesen verrühren. Die Hälfte von dieser Masse drauf geben. Dann schlage ich unten ein Stück rauf. Und die andere Seite mit dem Papier darüber. Ich löse es so. Gebe es dann gleich aufs Backblech. Könnt ihr gleich aufs Papier drauf lassen. Dann braucht ihr keine Backmatte. So, beim zweiten machen wir mit Kaffeeol. Könnt auch Mischgemüse, Pilze nehmen. Einfach was ihr Lust und Liebe habt zum Essen. Den Kaffeeol habe ich auch schon vorgedämpft. Auch 10 Minuten. Ist gleichzeitig ein schnelles Gericht.
die Creme Fraiche Masse drauf. Gleich wie vorher, dann unten nach oben schlagen. Den gebe ich gleich auch aufs Backblech. Und das gebe ich jetzt bei 200 Grad circa eine halbe bis eine Dreiviertelstunde ins Backrohr. So, mittlerweile ist unser Strudel fertig. Er ist sehr schön geworden. Noch die Sauce. Dann habe ich noch eine Sauce Hollandaise dazu gemacht. Passt sehr gut dazu. Und ein bisschen Salat, wenn ihr mögt. So. Ich wünsche gutes Gelingen und guten Appetit.